Hallo Zucki, schön, dass du dir kurz Zeit genommen hast, um mit uns auf das nächste Spiel gegen Freiburg zu schauen. Bevor wir aber zum Pokal kommen, ihr habt jetzt 2 Ligaspiele absolviert, 4 Punkte geholt aus den beiden Spielen. Wie bewertest du den Saisonstart? Ich denke, der Saisonstart ist eigentlich recht gut gelungen. Wenn man als Aufsteiger 4 Punkte aus 2 Spielen holt, ist das, denke ich, in Ordnung. Gerne hätten wir in Kiel noch ein bisschen mehr mitgenommen, wenn man die erste Halbzeit gesehen hat. Aber mit 4 Punkten können wir gut leben. Es waren ja auch beides Gegner, die sicherlich von dem einen oder anderen zu den Aufstiegsfavoriten gezählt werden. Das darf man vielleicht auch nicht vergessen. Und es ist eine Situation, die euch jetzt auch am Sonntag erwartet. Ihr geht wieder als Underdog ins Spiel. Ist das eine Rolle, die euch liegt oder mit der ihr euch auch vielleicht so ein bisschen zurechtfinden müsst in der Saison? Gut, letztes Jahr waren wir sicher kein Underdog, da waren wir immer der Favorit. Aber ich denke, als Aufsteiger bist du generell der Underdog. Zumindest mal die ersten paar Spiele, bis die Liga weiß, ja, die holen einige Punkte oder die holen keine Punkte. Ob das uns jetzt liegt, jetzt momentan sieht es danach aus. Hier gegen Hannover gewonnen, einen Kiel einen Punkt geholt. Ich weiß nicht genau. Also, ob uns das liegt, sollen andere sagen. Wir versuchen einfach, die Spiele zu gewinnen, ob Underdog oder Favorit. Das ist relativ egal. Und mit dem nächsten Gegner, mit dem SC Freiburg, kommt hier jemand auf den Betze, den du ganz gut kennst. Zumindest hast du mal von 2013 bis 2015 das Trikot von den Breisgauern getragen. Was sind denn so deine Erinnerungen an die Zeit in Freiburg und was für eine Entwicklung hat der Verein vielleicht genommen, seitdem du dort weg bist? Also ich bin ja hingewechselt, war direkt verletzt, war nicht ganz einfach die Zeit dort, habe wenig gespielt. Aber sehr lehrreich die Zeit, viel gelernt, auch durch Christian Streich, absoluter Top-Trainer, da kannst du wirklich viel lernen. Das sieht man auch an den Jungs, die Entwicklung von Freiburg, Nachwuchsspieler, die kommen immer hoch, spielen, sind dann feste Bundesliga-Größen. Von daher, der Verein macht das alles im familiären Kreis und zieht ihr Stiefel durch, lässt sich durch nichts beunruhigen und deswegen ist das schon ein Top-Verein. Die aber am Sonntag mit dem Pokalspiel ihr erstes Pflichtspiel in dieser Saison absolvieren. Wir haben schon kurz drüber gesprochen, ihr habt schon 2 Ligaspiele in den Beinen. Kann das denn ein Vorteil sein, wenn man vielleicht dann doch eingespielter ist als der Gegner? Das kann sicherlich ein Vorteil sein, ja. Ich möchte aber nicht sagen, dass es jetzt für uns ein Vorteil ist. Freiburg ist eine Bombentruppe, letztes Jahr im Finale gestanden. Von daher, ob das jetzt für uns ein Vorteil ist oder nicht, weiß ich nicht. Es wird auf jeden Fall ein Riesenbrett für uns, auf uns warten. Aber man sagt ja immer so schön, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Ist das denn so eine Stammtischweisheit, die sich für dich in deinen bisherigen Pokalspielen auch bewahrheitet hat? Vielleicht das ein oder andere Mal? Ja, mit Sicherheit. Pokal hat seine eigenen Regeln, das sagt man und das ist auch so. Man weiß, wie schwer es ist für die Bundesligisten oder Zweitligisten gegen unterklassige Mannschaften zu bestehen. Dafür ist der Pokal bekannt. Viele Mannschaften fliegen in den ersten Runden raus. Bewahrheitet sich das schon, ja. Du hast es schon selbst gesagt, es kommt ein richtiges Brett am Sonntag hier auf dem Betze. Freiburg nicht nur letztjähriger DFB-Pokalfinalist, auch Europa-League-Teilnehmer in dieser Saison. Was erwartest du für ein Spiel am Sonntagmittag? Immerhin ist es ja auf dem Betze. Ja, das ist das Positive daran. Freiburg ist eine Bombenmannschaft. Sind nicht umsonst jetzt die Jahre immer da oben und machen richtig gute Arbeit. Es wird ein sehr schwieriges Spiel. Wir müssen den Kampf annehmen, uns voll reinhauen. Die Zuschauer müssen uns auch ein bisschen tragen. Da brauchen wir jede Unterstützung. Und am Ende gucken wir dann, ob es reicht, dass wir eine Runde weiterziehen. Wir drücken die Daumen und freuen uns auf einen spannenden Sonntagnachmittag. Vielen Dank für deine Zeit. Dankeschön.